Willkommen zu einem Fortsetzungsprojekt, kann man so bezeichnen. Nämlich Van Helsing, den zweiten Teil. Zum ersten Teil werde ich in der Infobox verlinken. Da könnt ihr dann alle Folgen mal anschauen, um genau zu wissen. Deswegen schaut euch erst das an und dann dieses Video und alle anderen weiteren. Wenn ihr das nicht sehen wollt, sondern gleich hier anfangen, weil ihr den zweiten Teil einfach cooler findet, dann bleibt dran. Ansonsten sage ich willkommen zu einer Fortsetzung mit unseren Charakter. Mal gucken, was es ist. Nee, da unten, Charakter Endron. Und wir wählen nicht aus, sondern erstellen keinen neuen, sondern einen Veteran. Importieren. Und da haben wir ihn. Auswählen. Und da haben wir unseren Charakter aus dem ersten Teil mit dabei. Und mit dem spielen wir jetzt einfach mal den zweiten Teil weiter. Sagen wir mal, wir beginnen einfach mit der Story und schauen uns an, was als nächstes kommen wird. Oder was, welche Story wir jetzt diesmal auf Lager haben. Bin schon gespannt. Ein paar Poster. Van Helsing, Hero or Villain. Command promises peace in chaos. Okay, mein Englisch ist nicht so toll. Wir müssen kurz warten, dass es zu Ende geladen hat. Ein bisschen warten. Lalalala. So, jetzt fängt's an. Van Helsing? No, don't you die on me. I'm too young to haunt the same place for eternity. That's touching, Katarina. Don't give up. You have just defeated your first villain. You have so many things ahead of you. I'm not dying. I'm just stuck. What is this? Who are you? Stay back! Move aside. I'm warning you. Well, that was fun, Katarina. What's going on? Who is this? Is it a man? A troublesome intruder. He just appeared out of nowhere and... And humbly gave my assistance to Van Helsing, the great liberator of Borgova. Do I know you? Hurry up. This structure may collapse at any moment. How rude. What kind of savior does that? That's the least of our concerns. He's right. The building is crumbling. We must leave. Ja, genau. Wir haben ja den Oberboss da erledigt und wir haben schon wieder ganz neue Symbole. Ach du meine Güte. Was ist das? Hä? Okay. Also ich spiele ein bisschen das ein oder... Was? Okay. Okay. Was ist Geröllhaufen? Okay. Wir mal alles angucken. Das mag vielleicht vom selben Leuten sein und so. Ich habe ein anderes Bild bekommen. Okay, wir müssen alles mal genau beobachten jetzt. Nö, leicht. Geist. Oh Gott, das haben wir total wieder verändert. Muss das noch wirklich durchspielen. Ach du Scheiße, neue Symbole auch hier unten. Meine Güte. Das wird nur ein Spaß, Leute. Darauf könnt ihr euch aber ein drauf wetten. Neue Fähigkeiten haben wir hier auch wieder. Finde ich gut. Oh, wow, wow. What? So viele neue Fähigkeiten? Das wird mal ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß.
Ah, wir können noch eine dritte reinholen. Okay, okay, da nehmen wir doch. Haben sie auch noch nicht auf Deutsch geändert, die Leute. Wir können endlich mit hier reinwerfen, so. Da hast du jederzeit mal einen Boni. So, Tagebuch, Karte, gerade ist geblieben. Erfolg. Ah, okay. Ruhm. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Werden wir aber bestimmt noch herausfinden. Das Inventar haben es auch bestimmt geändert. Runen, Fragmente, Schriftrollen. Ja. Ist immer noch alles gleich. Ja. Sieht so aus. Oh, da passt kein Getränk mehr. Aber wir laufen erstmal weiter und schlachten wieder mal Monster ab. Mieser Chopper. Keine weiteren Einfinger-Tutorials. Genau. Oh, das bebt ja aber ganz schön. Haben die eine Kettensäge da? Tatsächlich. Was hat der Doktor damals nur am Monster erfunden? Das ist ja krass. Oh. Bis? First, I want to know who you are. And perhaps you could explain why you are so helpful. I always find that suspicious in a masked creature. The mask hides deformations and the scars, the reminders of years of captivity in a lab. You are a test subject? Fulmigadi's favorite. Once a powerful being, now only a husk of my former self. Until your heroic deeds brought chaos to the prison. And so I escaped. You're doing this out of gratitude. And revenge. Though the professor is dead, his heritage and his allies still remain. This tortured soul wants them to suffer. So you're proposing? I must take my leave. We'll talk more later. No. Let's go. Aber wir hätten so gesehen erstmal einen Verbündeten. Zumindest für den Moment. Aber egal, wir müssen hier weiter. Zack. Oh Gott. Mindless mechanical beats. I've had enough of you. Die! Auch das möchte ich nicht haben. Haut ab! Weg da! Kindermatton und Chopper. Okay. Wir müssen unsere alte Strategie wieder auspacken. Rumlaufen ohne Ende. Denn so haben wir ja den Charakter gemacht. Nix, okay. Schatzkiste! Ja, haha, toll. Apropos. Unser Gold? Auch noch da. Unsere knapp Millionen Gold. Naja, machst du nebenbei. Ein Tintentor. Changed quite a bit. Look, humans! They must have used the incase
Nein. Weg mit euch. Nein, 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 nein. Halt ab. Oh. Your servant begs your pardon for bringing bad news, but there could be problems. You don't say. This place has a powerful device, a marvel of weird science. It binds this patch of the ink into a loop that won't let anyone escape. You seem to be able to come and go as you please. I have a particularly strong connection to the ink. The one thing my captors weren't able to take away. Then get us out. Take us with you. That's beyond this one's powers. But a temporary portal could take you close to the device. Once you defeat its guardians, we can disable it. Why should I trust you? Trust is overrated. You can take that on trust. The portal will remain active until you leave this area. I don't trust that humble creature. I bet we could find a way out of this room on our own. Das ist eine gute Frage. Finden wir einen Weg raus oder müssen wir doch die Zinte nutzen? Sieht aber nicht so aus, dass wir hier irgendwas finden könnten. Na, ich häng schon wieder hier. An derselben Stelle. Ha. Und das ist hinten weg. Wir finden schon raus. Schon wieder das hinten Tor. Oder wären wir da jetzt rausgekommen? So. Sind wir noch so durch? Nein. Okay. Schon sehr interessant, wie die diese Welt jetzt gemacht haben, auf jeden Fall. Und gerade die neuen Monster sind natürlich am besten immer. Also wenn jetzt wieder die alten genommen hätten, also ich nur hoffe, dass die hier auch wirklich ein bisschen mehr Vielfalt in die Monster reinbringen. Bei den anderen war es immer so, ja, kennst du ja irgendwo, jetzt heißt es so ein bisschen anders, sind vielleicht ein bisschen stärker und das war's. Naja, mal schauen, wie es hier läuft. Und wir auch wieder so eine richtige Basis erhalten, wie beim letzten Mal. Oh Gott. Halt ab. Weg. Uah. Sind auch immer nur auf mich aus. Schon wie beim letzten Mal. Da drinnen lassen sie einfach links liegen. Das haben sie nicht geändert. Okay. Nein, ich will nicht kuscheln mit euch. Was auch geblieben ist, ist das massive Blut. I'll disable the device and you can go. Be ready. Ready for what? A storm is coming, Van Helsing. You may find that your work is far from done. When is it ever? Fulmigadi's army has withdrawn. Somebody is calling them back. They are still a chaotic mess, but they will regroup. Somebody wants to see you fall. Nothing new about that. An alliance is what you need. This tormented body is no longer able to fight, but my powers allow me to discover secrets. I can be your master spy.
that if we're to be allies, at least tell me your name. A name? Yes. I used to have one. But that person was killed a long time ago. This wretched ruin of a man standing here is merely called Prisoner 7. He is the most impolite, mysterious stranger ever. And that whole doom and gloom attitude, can you believe it? I don't know. You might be right. Something's up. I can feel it. Ja. So. Mein neuer Verbündeter, Gefangener Nummer 7, half mir dabei, nach Hause zu finden. Er überbrachte mir auch schlimme Neuigkeiten. Eine neue Bedrohung zieht am Horizont auf und ich muss mich drauf vorbereiten. Das bedeutet dann wohl keine Pause für den Helden. Das war also der Prolog. Ja, wir machen erstmal unser Stufenaufstieg mit dem neuen Design, der ein wenig krass ist. Also muss man genau achten. So, ich habe beim letzten Mal gesagt, Geschicklichkeit ist schön und gut, aber wir sind einfach zu schwach in dem Sinne. Da würde ich jetzt in diesem Fall mal mehr auf den Körper gehen, damit wir auch mehr Lebenspunkte, mehr Verteidigung erhalten. Und deswegen knallen wir mal hier rein. Dann haben wir hier die Fähigkeit. Mindestens erforderliche Fähigkeit Level 10. Ah, können wir insgesamt wieder erhöhen. Zack. Haben noch einen Punkt, den können wir mal aufheben. Aufsparen. Ja, die sind jetzt freigeschaltet, genau. Mhm. Tricks, können wir was mit den Tricks machen? Aura? Ne, da ist auch vieles. Heben wir einfach den Punkt mal auf, mal schauen. Na, ja, dann bleibt es also. Und ein Boni. Ich sag mal, ganz andere Boni. Also letztes Mal hatten wir ja noch viel Auswahl. Jetzt ist aber weniger. Mal gucken, was ist denn übrig geblieben? Lass mich mal gucken, was ist übrig geblieben? Sammler. Gut. Zweite Chance. Yep, das können wir mitnehmen. Präzise, Naturheilkunde, Berserker, Revolverheld. Ihr könnt mal in den Kommentar reinschreiben und vergleichen mit den letzten Mal, wo wir in so ein Bildschirm reingekommen sind, ob wirklich alle gelernten Boni auch wirklich dabei sind oder ob sich wieder welche verabschiedet haben. Weil ich weiß, bei verfügbaren Boni hatten wir mehr gehabt zur Auswahl. Fertigkeitspunkte? Eure Widerstände steigen, wenn eure Trefferpunkte sinken, wenn ihr an der Schwelle des Todes steht. Ja, nehmen wir doch den mal. Oder dürfen wir nicht, doch. So. Jetzt haben wir mal auf für diesen Punkt reserviert. So können wir ein bisschen auch kurz vorm Tode noch ein bisschen durchschalten. Alles angucken, hier ist nichts mehr. Okay. Gehen wir ins Geheimversteck. It all seems so simple. Defeat the mad scientist and ride into the sunset. But sometimes victory leaves you buried under the ruins. I was lucky. Someone saved me. For a change, I'm not the only mysterious stranger in town. But weeks have passed. And the metropolis of weird science is still waiting for its own savior. Outlaws and escaped monsters roam the streets. The resistance is too weak, so someone else decided to take matters into his own hands. General Harker, the military genius of the city, came back from his exile. He gathered the rest of the disorganized army. His forces are a chaotic mess of weird machines. So far. But they're slowly clearing out the streets. He might not have seen eye to eye with Fulmigati, but he regards me and the Resistance as a threat to the city,
A coalition of monsters and troublemakers. As a hunter, I won't tolerate others hunting me. I'm ready to fight. I have an underground lair, new soldiers, and my new mysterious ally. I'm quite used to unlikely companions, but Prisoner 7 is the most unusual so far. A former test subject of the mad scientists, master of the ink. He's certainly helpful, but I don't know what to make of him. Now he can prove his worth. Parker's troops are on the move. They want to control the foundries so he can build more war machines. We will stop them in the sizzling, clanking heart of Bordova. Let the battle begin. Okay. Das sieht so cool aus. Als wenn das sogar spielerisch nutzbar wäre. Ja, warum nicht? So eine Art Brett, mit also Kartenbrettspiel oder so. Das wäre aber auch nice. Also, wir haben jetzt mitbekommen, ein General sammelt neue Truppen in Form von Monstern und Maschinen, um halt die Kontrolle über die Hauptstadt wieder zu erlangen. Und wir versuchen natürlich wieder, das zu verhindern und ihn zu besiegen. Also, Standard. Böse gegen Gut. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und was auf uns noch so zukommt, gerade was für neue Monster auf uns zukommen. Das ist auch wichtig, was für neue Monster. Und ob, wie man es denn sagt, wirklich, der Jäger wird zum Gejagten. Mal schauen, ob wir das doch, so wie gesagt, verhindern können. Das wird gerade nur gerade laber. Also verhindern können, dass wir der Gejagte sind. So. Ha. Ja, dauert jetzt eine Weile. Also hier sind auch Plakate, die könnt ihr euch mal wieder übersetzen. Was? Was ist das? Katharina, shouldn't you help me out with this? What? I have this strange feeling. Déjà vu. Why should we trust you, you enigmatic, faceless man? Your humble ally is here to help you, as he promised. You must clear this whole area before they run you down. How annoying is that? Oh, dann werden wir gleich hier überrascht. Was kommt da alles? Okay, hier verteidigen wir uns anscheinend gerade. Kommt noch mehr? Sieht nicht so aus. Ja. So. Ich sage einfach mal an dieser Stelle, weil es gerade so passt. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei der ersten Folge vom zweiten Teil. Und ich hoffe, euch gefällt das. Und sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.